Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. 13. Juni 2016. Heute wäre meine Großmutter 99 Jahre alt geworden. She came here with her cousin and at the last minute her cousin backed out. Fängt ja gut an. Nochmals zurück ins Haus, Regenhose und zweiter Pulli. Heute she's only here for 3 days soweit. And I haven't seen her for over lange a year. Antizipiert. I realize today that striking up a conversation in German with anyone is already hard for me, let alone strangers. Die Reise beginnt. I realize that this is a big hurdle for me, and part of the reason why it doesn't happen more. Obwohl die Reise hat ewig vorher schon begonnen. When I grew up, it wasn't a problem. Heute jedoch richtig offiziell mit eingetragenem Datum im Kalender. Heute eine Sonntagsfahrt. Als Metapher für das gesamte Vorhaben. Ich bin freudig gespannt. Lustige Gesichter it was interesting to already be in a group differently. Und ich war einsam und nichts zu sagen. And be together in silence. Ab dann nach dem Ausstieg der S-Bahn erblicke ich von der Brücke bekannte Silhouette. Die blonden Haare bin ich, die leichte gekrümmte Halbinsentil, das auf dem Bad auftauchende Lexikon Jared. Mit meinen Freunden, mit den sicherheitsbildenden, vertrauten Gesichtern kommen aber oft beunruhigende Fragen. Wie soll man sich begrüßen, wenn kein Wort ausgesprochen werden darf? Mich einfach nicht danach gefühlt habe. Wir fahren auf den Venen im großen Berlin. War von dieser Atmosphäre aus dieser Innenstadtperspektive erkenne ich uns. Dann gab es aber am Ende ein ganz kurzes Gespräch mit Eva und Eva, weil Jill gesagt hat, ich müsste doch jetzt endlich das tun und mit dem reden. Dann habe ich mit denen ganz kurz geredet und tatsächlich war es dann so, dass es sehr, sehr schön war. Aber es war nur ganz kurz, es war aber irgendwie sehr offen und diese Leute waren sehr, sehr nett. Wegen der Angelegenheit und wir sind nur alle da, ich kenne alle nicht. Das fangen wir an, mit den Regeln zu spielen. Darf man mit den Mitgliedern des Clubs reden, die man nicht kennt? Oder darf man nur ganz fremde Leute ansprechen? So habe ich ihn noch nie in die Augen sitzend, ich verspüre die Nähe zu den bekannten Personen. Wir dürfen nicht miteinander reden. Ich soll damit keine Schwierigkeiten haben. Das Schweigen ist mein Bereich. Oft wird es, mir vorgeworfen. La parole d'argent, mais le silence est d'or. Wenn einer redeselig ist, was das Leben betrifft, ist aber anders. Und der redeselige ist erfunden. Der spricht, ist der dabei. Das finden Sie genau hört man nicht. Der schweigt, sieht man auch nicht. Sie wollen nicht heiraten. Sie haben sich beide von dem Leben überraschen lassen. Aber heute ist das Schweigen nicht das Vakuum. Aber jetzt ist ehrlich, Schweigen kann ich, körperlich kommunikativ kann ich. Das Essen am Morgen fand ich es anstrengend. Ich hatte mit weniger Schwierigkeiten eine andere Seite. Später auf dem Boot fand ich es wunderbar. Auf dem Deck, der im Schweigen der anderen eingetaucht, wenn man auch miteinander reden kann. Als ob dieses Erinnerung Schweigen Interferenz schaffen würde. Es ist erstaunlich, wie sich die Dynamik in einem Raum über einen Zeitraum von 3,5 Stunden ändert. Es ist gar nicht notwendig, mit den Leuten bewusst und direkt zu kommunizieren. Und wenn man den Blickkontakt nicht vermeidet oder sich total offensichtlich abgrenzt, wird man automatisch zu glauben. Das mit Verlauf von diesen Stunden beobachten sich ja alle gegenseitig. Eine oberflächliche Kontaktaufnahme wird immer leichter. Man hat erst das Gefühl, die Leute wollen kommunizieren. Frauen, wie heißen Sie? Judith. Ich heiße Judith. Auch hat man als schwangere Frau den enormen Peter. Judith, das sind auch schöne Namen. There was something truly familiar. Es ist eine Gesellschaft, was der automatisch started to make pictures with the aim not being seen by the others. Ich hatte schade, dass wir den Leuten erzählt haben, was unser Projekt ist. Ich hatte gedacht, vor dessen Wissen. And so I looked for places in their back. And I actually enjoy a lot this position. I wrote that text related to that experience. People from the back are like promises of a new world. The back, the hair, the colors of the clothes, the wall aura is culture. Franke, it is cozy to curl up on a mood and write
on her notebook with her. Es ist schön, I was in this long dress, mixed brown gray hair guy, close to the other window. The erste Stunde habe ich mit Stephanie zugebracht. Couldn't get lost in anything else. Silent shelter, soundless, I want to go to the zoo again and draw the animals that I did when I was a child. The place where they are more than 7,000 doppelgängers at the same time. Mostly fish. Jill sat on the right side close to a window. She was just beyond the window. Dachte ich, Felix, übersetzen ist eine wunderbare Art des Gebens. Und wir hatten eine wunderbare Stunde zusammen, in dem wir über das Älterwerden, Kindererziehungsmethoden, meine Ehe mit anderen Menschen und über Schwäne. Stephanie hatte noch nie einen Schwanenverlänger. Ich habe jedoch gemerkt, dass ein Also Claudia und Tim und Felix und Knut sind die Boys, as well as the speakers. I love that charming way I had to tell us about all the new stories of the city. As we were approaching Cottbusser Brücke, I wanted to take over the moderation. I really wanted to tell my own story about the two more important kisses from two different people I had in the last decade on that Cottbusser Brücke. I planned to speak to him and get aware about it. Poses, and said, but there were two choices. Every trees on the shore are called besides, it was dangerous to get up because of the really low Lombard bridges. So I felt prisoner of the bad comedy, attempting to do something without having any chance to get up. But I get amused about that and turned my frustration in a funny fancy, telling my private story through the mic to the boat people, or hearing other intimate stories about the city from people. Und die Langsamkeit der Berner und Kennenlernung der Welt. We passed by the Cottbusser Brücke and I started thinking about I like the way we tried to arrive without talking to each other, like making myself on the boat. Haben sich geküsst. At first I had lots of thoughts going through my head. So möchte ich im Alter mit Benjamin be doing? Is this really about silence? Not talking? Or trying to talk to others? It was an exercise about not talking with my friends. I thought it would come easy. I wasn't lonely, I could still gesture and laugh. Probably never regain the talking with others, I thought I would be disturbing their tour. What was I going to do? I get back inside to speak to strangers. I felt an individual responsibility to activate myself, to just do it or not do it, but to make a decision. And James, the cook. I had a strong desire to eat those schnitzels that didn't matter. Maybe the exercise wasn't precise enough. A little frustration. Then I was really proud of myself. I decided to talk with Stefan, the bartender. And the funny thing is, weird big deal to go out of my way to talk with them. I told him what our business is. He said he doesn't like his work on the ship. It is too stressful and I too and people. Say no, he's been in business enough. He wants to maybe work backstage in the meter. Things will be as fast as you gemeinsam. And then I was feeling like job well done. I talked to someone out of my comfort zone in my own city. I went up to the roof. I saw it. It felt good and free. And wie gesagt, irgendwann war Peter dann voll mit dabei und ich habe mir gedacht, dass meine Bedenken und meine Unsicherheit mal wieder völlig unnötig waren. Später kam raus, dass sie erst der nächste A metaphor for just take it easy. Schade für meine anfängliche Euphorie. I observed at the beginning of the day, the exercise, I was more in my head, thinking, commenting, judging. And finally I was calming down because there was so much time on the boat with nothing to do. I saw graffiti. You'll never be happy until dann saßen da noch drei Menschen nebeneinander. Weiter vorne, die total unkommunikativ scheinbar, haben sich nicht in den Raum hineinbegeben, würde ich mich nicht trauen, sie anzusprechen. I started dann ein Tisch mit drei Leuten, drei verschiedene Dialekte, no sehr voice in there, no related stories or memories, part of me at that point realized that I can catch the task and I began to write it down. To say we should at least try to have a conversation with one stranger to allow ourselves the possibility of being surprised if it feels okay. Orte, mit der ich mich nicht identifizieren kann. Ein Garten, ein Schloss, ein Weg, ein Baum, ein Haus, ein Baum. Am Ende der Tour, felt what it was like
like to be with people you normally are used to talking with, der Geschichte not talking in seiner Geschichte auftreten. So I was suddenly really aware of when Venedig, neue Passagiere steigen auf, Claudia ist und Stefania zurück. Für mich and there was no pressure to make small talk. Ihr geht von Betrennung, wir drei arbeiten nicht aussteigen, ich habe keine Reihe, ich enjoy das ganze Boot gehen und begleiten wir alles auf dem Boot, wo sie arbeitet und wer dabei ist. Wie laut oder leise sind die Leute, die ich mich bekannt gemacht mit allen Leuten auf dem Boot. Dann würde ich versuchen, meine Arbeit anzufragen. Also, wie lange laufen da die Geschichte zu arbeiten? Es könnte eine Bank, eine Wiese und ein Baum neben mein Haus sein. Einige von ihnen sieben Tage die Woche arbeiten. Suddenly more is possible. It wasn't so separate. It's not about what we talked about. But I would say I was closer to that couple after exchange. And wanted to sleep or needed to stretch down. I waited there calling me friend down there. I saw Andres standing at the desk and smiling. I realized we were stranger to another and didn't dare to get to him. On the moment I wanted to go back inside, Knut came close I do to me. Believe it is good I released to talk to strangers, but perhaps our beliefs create our reality. It felt good to have him reality. Close to me. I put my head on his shoulder. I think the sun came out for these two magic minutes. Then I opened a book. The first chapter was Le Silence.